Freunde! Nach 17 Ländern und 23.338 Kilometern sind wir gesund in Dubai, unserer finalen Destination der Etappe 1, angekommen. Die ursprünglich vorgesehene Route von Deutschland über den Balkan, Griechenland, der Türkei, dem Iran und Pakistan bis nach Goa, Indien, haben wir trotz vorhandenem Visa für Pakistan im Iran spontan geändert. Die arabischen Länder haben uns neugierig gemacht. Sie waren uns jetzt so nahe, dass wir uns sagten, wann, wenn nicht jetzt. Auf dem Landweg sind wir aus dem Iran über den Irak und Kuwait nach Saudi-Arabien gefahren. Wir wurden von einer überwältigenden Gastfreundschaft überrascht, die wir in über 50 Ländern in der Form noch nicht kennengelernt hatten. Und wieder änderten wir unseren Plan. Wir waren so überwältigt, dass eine über 5000 Kilometer lange Reise durch Saudi-Arabien daraus wurde, die unser Bild über dieses Land grundlegend verändert hat. Natürlich auch mit Abstechern nach Katar und Bahrain. Wir wählten Dubai als Highlight unseres Etappenzieles aus, wollten jedoch den Besuch des Mittleren Osten nicht ohne die Reise nach Oman beenden. Der krönende Abschluss dieser Reiseetappe der Superlative war Dubai. Es war eine Reise geprägt von unzähligen neuen Freundschaften, unbeschreiblicher Gastfreundschaft, einem ausgeprägten Sicherheitsgefühl, dem Verständnis über Kulturen und Gebräuchen und einer Erfahrung, die oftmals konträr zur westlichen Berichterstattung ist. Unser aufrichtiger Dank geht an alle, die wir auf diesem für uns besonderen Trip kennenlernen durften. Alle neuen Freunde, die uns mit offenem Herzen empfangen haben, und an unsere tolle Community, die uns so zahlreich und aktiv begleitet hat. Verpflichtungen rufen uns nach Deutschland, so dass wir in Dubai die erste Etappe unserer Reise nach Indien beenden. Die Reise auf dem Landweg nach Indien geht also weiter. Seid gespannt auf die zweite Etappe. Aus ursprünglich 13 Ländern und ca. 15.000 Kilometern wurden nun 17 Länder und 23.338 Kilometer. Wir sind dankbar darüber, die oftmals doch sehr strapaziöse Reise gesund und ohne große Pannen bewältigt zu haben. See you! Und freuen uns darauf, viele von euch persönlich zu treffen. Und natürlich werden wir viele Details dieser Reise in Blogbeiträgen auf unserer Homepage veröffentlichen. Es war einfach nur Mashallah! Eure Renata und Dieter!